Eines der wahrscheinlich dümmsten Tiere bei uns im Haus des Meeres hat es geschafft, zum Tier des Monats zu werden. Die Quallen. Während Quallen echt schön anzuschauen sind, sind sie alles andere als intelligent. Sie besitzen nämlich weder ein Gehirn noch ein Rückgrat. Genau genommen bestehen sie zu 98% aus Wasser und lassen sich den ganzen Tag von der Strömung umhertreiben. Welche zwei Tierarten sollen im Monat Oktober gegeneinander antreten? Schreibt es uns in die Kommentare.